Tor ist auf. Dann wollen wir mal. Und damit einen wunderschönen Zeit zu guten Morgen. gehen. Getankt habe ich. In Gang einlegen, Herr Marx, dann funktioniert das auch besser. Ja, einen wunderschönen guten Morgen habe ich ja schon gewünscht. Wir sind auf dem Weg Biege nach links ab. Richtung Dresden. Das ist ungewohnt, nichts hinten dran zu haben. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Aber unseren Auflieger kriegen wir ja erst in Dresden. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. So ohne Auflieger ist er echt wie ein Sportwagen. Da ist die Beschleunigung jetzt wirklich, ja. Ja. Ich bin schon relativ früh jetzt losgefahren. Rechts halten. Um rechts abbiegen. Auch relativ zeitnah dann in Dresden zu sein. Und was ist da los? Eine noch blödere Stelle für eine Kontrolle hättet ihr euch nicht aussuchen können, oder? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, bei dem Auflieger hat mir die East North ja schon mitgeteilt, dass es da noch eine kleine Einweisung geben wird. Darum mache ich mich lieber schon was früher auf den Weg. Und weiß dafür, dass ich dann auch alles noch schön im Zeitfenster schaffe. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, meinen Auflieger haben sie schon, also jetzt den isolierten, der ist auch schon so weit in der Mache, dass da die Palettenkästen dran kommen. Kann also nicht mehr allzu lange dann dauern. Aber erstmal machen wir ja diese kleine Rundfahrt mit dem Auflieger von dem Kollegen. Ich hatte da auch nochmal nachgefragt, was da jetzt genau vorgefallen ist. Ich weiß es jetzt, aber das ist halt Privatsache und darum werde ich da auch nichts großartig erzählen. Ist halt so, dass der aktuell nicht fahren darf.
Und was stimmt mit euch hier nicht? Mann, Mann, Mann. Ach, da vorne ist wieder so ein Kipper unterwegs gewesen. Die haben es ja nicht so ganz mit Geschwindigkeit. Mal gucken, ob wir uns den snacken können. Ja, Jeff hatte ich ja auch noch kurz gesehen in Erfurt. Er ist wie so ein Känguru rumgesprungen und hat nach seinem neuen LKW gesucht. Aber der ist jetzt ja auch erstmal im Gem Norden unterwegs. Wo wir hinfahren, weiß ich auch schon. Aber dazu später mehr, das verrate ich euch noch nicht. Ich meine, ich weiß jetzt mittlerweile auch schon, was ich für einen Auflieger kriege. Aber auch das soll noch eine kleine Überraschung werden. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Es ist so ungewohnt, ohne Auflieger zu fahren. Und was das Spiel heute hat, weiß ich auch nicht. Scheint mal wieder ein bisschen Schluck auf zu haben. Und davon lassen wir uns nicht abhalten. Was aber auch schön wird, die Jungs in Dresden mal wieder zu sehen. Und der Fahrer, der ursprünglich die Tour fahren sollte, ist auch da. Der wird mir dann auch noch ein bisschen was erzählen. Muss ich hier in der Tat so ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht zu doll aufs Gas trete. Es könnte sonst böse Folgen haben.
Mein klar, bei 90 ist abgeriegelt, aber dennoch muss man so ein bisschen aufpassen. Zeittechnisch bin ich genauso in Dresden, wie ich mir das vorgestellt habe. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Muss man sich auch erstmal daran gewöhnen, dass jetzt bei Solofahrt die Retarderstufe 1 reicht. Maximal 2, aber bei 3, da machst du ja schon bald eine Kopfnuss aus Lenkrad. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh, da sind wir auch schon gleich da. Somit haben wir dann Teil 1 des heutigen Tages schon mal erfüllt. Ich weiß ja nicht, ob dem einen oder anderen von euch schon aufgefallen ist, dass ich was am LKW verändert habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund der Dunkelheit das nicht so ganz aufgefallen ist. Das können wir uns ja gleich nochmal angucken. Da vorne sehe ich doch schon, was, dass er da steht. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. So. Stellen wir uns hier mal auf den Kundenparkplatz.
dem einen oder anderen mit auffallen. Die Sonnenblende, die habe ich mir in Rot bestellt. Und dann musste es sein, der Enterhofen-Aufkleber. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Oben auf dem Dach Rundumleuchten drauf. Und dann habe ich halt hinten nochmal, warum bin ich eigentlich so klein? Habe ich hier nochmal ein bisschen was gemacht. Das war es eigentlich auch schon. Aber jetzt gucken wir uns mal den Auflieger an. Nein, das ist nicht so einer, wie Jeff ihn gerade dran hat. Man sieht, vor was, beziehungsweise was für ein LKW davor war. Aber schon ein schönes Teil. Was ich weiß, der hat keine Liftachse, sondern die hinteren beiden Achsen sind gelenkt. Weil hiermit halt auch Baustellenverkehr gefahren wird. Und da ist es nicht schlecht, wenn das Ganze so ein bisschen wendiger ist. Und man sieht typisch East North, ein bisschen was dran gemacht ist. Und dann halt hier die Staufächer noch für Ketten und Holz, Spanngurte und was nicht alles. Aber ich würde sagen, ich sattel das Ding jetzt mal auf, werde mir noch ein bisschen ein paar Instruktionen abholen und dann sehen wir uns wieder, wenn wir dann zum Laden fahren. Also nicht weglaufen, ich bin gleich wieder da. So, das blinkt alles und leuchtet alles. Perfekt. Dann würde ich sagen, sind wir abfahrtbereit. Na, rein in die gute Stube. Die Randale leuchten können erstmal wieder aus. Der Warnblinker auch. Fenster machen wir zu. So, und auf geht die wilde Fahrt. Auf zum Ladetermin. Nach rechts ab. Na, ihr seht, wir haben es jetzt schon 12.09 Uhr. Hat halt alles ein bisschen länger gedauert. Mit dem ganzen Erklären und dann haben wir auch so noch ein bisschen gequatscht. Noch einen Kaffee getrunken. Hat sich halt alles ein bisschen in die Länge gezogen.
Aber jetzt sind wir wieder auf Kurs und machen uns auf den Weg nach Forst. Links halten und dann links abbiegen. Allerdings waren sie sich noch nicht links ab. Ganz sicher, ob meine Ladung schon fertig ist. Wir hatten es mal angerufen, es hieß, ist so gut wie fertig. Und ich habe dann auch beschlossen, ich fahre dann einfach schon mal hin, dass ich dann im Zweifelsfall schon mal gleich laden kann. Und wenn es noch nicht fertig ist, dass ich zumindest da bin. Und wenn es dann alles soweit fertig ist, dass man es gleich draufschmeißen kann. Bitte links halten. Ein bisschen ungewohnt ist es jetzt ja, dass der Auflieger anders nachläuft als der isolierte. Aber ist auch angenehm. Ich könnte mir vorstellen beim Rückwärtsfahren, dass ich da noch so ein bisschen Probleme kriegen werde. So, dann lassen wir mal rollen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ausfahrt rechts. Ja, der ein oder andere von euch wird wissen, was man in Forst laden kann. Und zwar wird es Holz werden. Was wir dann zu einer Baustelle bringen. Aber nicht wie Jeff nach Skandinavien, sondern für uns geht's in den Süden. Aber bisher muss ich wirklich sagen, war das ein entspannter Montag. Der Tag ist schon fast rum und ich habe noch nichts gemacht. Und dafür kriege ich sogar noch Geld. Manchmal ist das Leben halt auch nett zu einem. Schauen wir mal, wie das dann gleich aussieht. Ich hoffe ja mal, dass die schon fertig sind, dass wir gleich laden können. Dann könnte ich noch ein bisschen noch was fahren.
Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Okay, Polizei war schon da. Der hat sich aber ganz gut weggemacht, da. Für den beginnt die Woche nicht ganz so entspannt wie für mich. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich glaube, hier in Forst habe ich auch noch nie geladen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Guckt euch mal an, wie sauber der Auflieger gerade mitgedreht hat. Das war eine schöne Fahrt. Anlieger frei, ich habe ein Anliegen. Ja, guckt euch das mal an. So eine enge Einfahrt und der Auflieger kommt richtig schön mit rum. Mahlzeit. Ich komme von der East North. Ich soll hier das Bauholz abholen. Ihr seid noch gerade am Verpacken. Das klingt nach einem Plan. Da an die Seite. Okay, das kriege ich hin. Was meint ihr, wie lange dauert das noch? Okay. Jo, weiß ich Bescheid. Alles klar, dann stelle ich mich hier an die Seite und dann. Jo. Na, dann wollen wir doch mal tun, wie er uns befohlen hat. Da kann ich ja auch noch einmal hier rumfahren. Wenn ich so sehe, was hier so an Holz rumsteht, dann sagen die zu mir, das ist noch nicht verpackt. Das sind denn so Momente, wo ich mich auch frage, warum? Stellen wir uns hier hin. Und das Fenster nochmal wieder zu. Na, dann würde ich sagen, ich warte jetzt hier mal auf die Dinge, die so passieren. Und wenn sich hier gleich noch was tut, dann sehen wir uns gleich wieder. Und ansonsten, jo, beim nächsten Mal werden wir uns dann auf den Weg machen. Ich
bedanke mich fürs Zusehen und lasst gerne einen Kommentar da. Könnt auch gerne ein Däumchen da lassen. Von mir aus auch ein Däumchen runter, aber dann schreibt bitte doch dazu, was euch nicht gefallen hat. Weil das hilft mir dann. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.